Dann lass doch mal schauen, was ich jetzt Neues aufgedeckt habe. Brr, nicht viel. Ja gut, ich würde ganz gerne tatsächlich in diese Richtung jetzt einfach weitergehen, um den und den Aussichtsturm zu enthüllen. Und dann sehen wir weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Immer ein Schritt nach dem anderen. Hallo, mein Freund. Ich bin weg. Na, hier laufen aber viele Leute herum, die Kisten tragen, ne? Von Gott abgewendet. Und so straft er uns. Sendet Horden heidnischer Krieger. Hier oben? Alter, ihr, das war zwar nicht meine Absicht, aber ist okay. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Er ist ein Knabe. Oh. Schnell weg. Es muss ja nicht sein, dass wir hier jeden umbringen. Die tun ja auch nur ihre Arbeit, ne? Die armen Kerle. Ah, er bewendet sich auch schon wieder zur anderen Seite rüber. Das ist gut. Solange er wegguckt, synchronisieren wir mal diesen Punkt. Hallo, Geier. Schön. Arkon ist eine Hafenstadt. Oh, das ist auch schön. Ja, da ist der Nächste, dem wir helfen können. Das tun wir natürlich auch. Hallo, mein Freund. Oh, sogar zwei. Ja, gut. Falsche Taste. Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Ja, und genau darin liegt eigentlich das Problem des Ganzen. Ich darf mich nicht sehen lassen. Aber gut, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, ich habe keine Münzen. So, und der Erste ist schon ganz hier in der Nähe. Wo ist er denn? Da ist er. Ich warte eben ein bisschen, vielleicht dreht er sich ja nochmal von mir weg. So wie jetzt. Was denn? Oh, der ist runtergefallen. Na toll. Na toll. Egal, wir kümmern uns um den Nächsten. Sehe ich ihn von hier aus schon? Hier unten ist er nicht, ne? Keiner hat das getan. Nee, ich sehe doch keinen. Ah, da ist er. Alles klar. Lass sehen, ob ich den auch schnell eliminieren kann mit ein paar Würfmesserchen. Ruhig, mein Freund. Warum fallen die alle runter? Weil die mich wahrscheinlich so ganz kurzfristig entdecken, ne? Ist ein bisschen doof. Aber das ist halt so. Solange sie mich nicht ganz entdecken, bist du das? Tatsache. Na gut. Du bist dann wohl mein letztes Opfer hier. Mal gucken. Halt. Man sollte immer so ein ganz klein bisschen Geduld zeigen, warten. Und zack. Puh. So, jetzt kann ich zu dem Informanten zurückkehren, ne? Ich nehme fast den gleichen Weg zurück, denke ich. Nicht ganz. Weil ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es an der Stelle irgendwie so ein bisschen bugbehaftet ist oder was es ist. Ich werde jedes Mal, wenn ich dann den hier runter klettere, quasi entdeckt. So. Oh, hier läuft. Oh shit. Oh shit. Oh Gott, lass mich einfach nur zu diesen Informanten hin. Danach kann ich euch gerne alle umbringen, aber ich will nur zu diesem Informanten. Ich gehe jetzt einfach ganz langsam, weil ich keine Lust habe, das nochmal zu machen. Hab Dank, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid.
Karte, welche die Position von Wilhelms Bogenschützen zeigt. Sehr schön. Und dann ist da noch... Oh Gott, das ist einer... Da muss ich Fahnen suchen, ne? Ja gut, dann... Ich mach das einfach. Oh, ich könnte, so wie ich das sehe... Geh. Ich könnte sozusagen eigentlich direkt zurück zum... Assassinenbüro und das Ende einfach durchführen, aber ich möchte ganz gerne noch ein paar Informationen sammeln, alleine der Synchronität halber. Wieder zurück, Alter, ihr? Ja? Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Wie bitte? Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Ach, auf einmal kannst du auch wieder nett sein, ja? Das sind wichtige Informationen. Ja, ja. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Ach, sei ruhig, Mann. Das gibt's ja gar nicht. Ja gut, wenigstens habe ich jetzt mal den Ansatzpunkt gefunden, wo ich direkt suchen muss. Ich hoffe, ich kriege sie diesmal auch alle im Kreise. Da drüben geht's weiter. Und muss nicht hin und her laufen. Ich habe keine Münzen. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Da geht's weiter. Im Prinzip kann man das eigentlich ganz gut schaffen. Auch zeitlich. Ich bin nur manchmal einfach zu blöd, diese Fahnen zu finden. So wie hier. Ja, warum springst du daneben, Alter, hier? Kannst du mir das mal sagen? Dummsinn treibt er da. Dummsinn. Habe ich sie alle? Ich glaube ja, oder? Eieiei, ich glaube ja. Guck mal. Ich habe sogar noch 2 Minuten Zeit. Sollen wir die einfach mal abwarten? Nein, natürlich nicht. Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Du Zweifler, du. Wilhelm wird sich zurückziehen, sobald er vom König Richard in seine Schranken verwiesen wird. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Guck mal, hier in der Nähe kann ich wieder einen bescholtenen Bürger retten. Da bin ich ja wohl falsch gelaufen, oder? Hier? Jo, Tatsache. Ja, dann machen wir das natürlich auch. Richtig. Ach komm. Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Dass er immer den Falschen ins Target nimmt. Ich stehe direkt vor dem einen und der Knilch nimmt den Falschen ins Target. Und schwuppdiwupp müssen wir hier kämpfen wie ein wild gewordenes Hühnchen. Lass das, mein Freund. Du spinnst wohl. Na, willst du ausweichen? Los, weich aus, weich aus, weich aus. Denkst du? Ah, er greift mich an. Auch schön. So, was ist mit dir? Möchtest du auch noch kämpfen oder möchtest du fliehen? Du möchtest kämpfen, gut. Dass ihr gerade vorbeikam. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld... Ja, du schuldest mir dein Leben, aber das macht nichts, meine Kleine. Ich guck mal eben... Oh, da hinten ist noch ein Aussichtsturm. Ja, und dann haben wir auch schon fast alles noch. Das ist furchtbar. Das läuft doch prima an und für sich. Ah, der Aussichtsturm könnte hier in den Gemäuern sein. Das könnte wiederum eine Plage sein. Komme ich da so rein? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Das ist auch schön. Wie hast du uns eben bezeichnet? Heide? Kommst du da? Nee, kommt da nicht. Schade. Da ist nämlich ein Bürger. Ein Bürger. Ein Bürger vor allen Dingen. Ein Bürger, den wir retten können. Ja, das könnte passieren. Warte. Ja, ich komme, mein Freund. Ich komme. Ich helfe dir. Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen. Tschüss. Tschüss. Jetzt wohl gerne. Lass los. Komm her, mein Freund. Ich will nicht den armen Gelehrten hier erschlagen.
Deswegen nehme ich dich mal. Oh, was ist das denn jetzt, bitteschön? Das ist doch nicht wahr. Ach du Schande. Halt still, hör auf auszuweichen. Nächster, bitte. Wenn ihr es denn unbedingt so wollt, dann soll es auch so sein. Na los, greif an. So. Du bist die Rache Gottes und du wirst mir niemals vergeben. Ja, ich hab's verstanden. Aber was bin dann ich, die Rache des Teufels? So, komm her, mein Freund, der mir nie vergeben wird. Na, kriegst du es mit der Angst zu tun? Ach, da kommt ja noch einer. Und jetzt du, mein Freund. So, ja, ich weiß. Der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ja, bleib einfach mal zu Hause. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Danke. Danke, mein Freund. Puh, das war anstrengend. Ach ja, der Punkt, der ist markiert. Ups, ich stehe hier vor einer Wache. Und hier geht's auch nicht weiter, sehe ich gerade. Na gut, dann gehen wir einfach mal über die Dächer. Ich rüste aber vorsichtshalber schon mal meine Wurfmesser aus. Oh Gott. Komm, Alter, hier, jetzt geh da hoch. Ja, ich bin ja weg. Oh, ich habe nur noch zwei Messer. Sag mal, ja, ich habe nur noch zwei Messer und schmeiß sie, weiß der Himmel wohin. Nur nicht dahin, wo sie sollen. Hör auf. Na los, komm her. Na, mein Freund. So, du bist der Nächste. Ja, Zutritt nach oben, verboten hier. Das sage ich dir, zu deinem Zutritt verboten. Eieiei. Zutritt verboten. Du mich auch. Ernsthaft. Wo Zutritt verboten ist, dann nimmt sich Alter hier einfach Zutritt. Hä? Was machst du da, Alter, hier? Ach Gott im Himmel. Ist es denn die Möglichkeit, du sollst da rüberspringen? Eieiei. Manchmal ist er ein wenig anstrengend, unser guter Alter hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch Teil 2 angeguckt habt oder selber gespielt habt. Jedenfalls dieser Turm in Teil 2, also wo wir Ezio spielen, da erklimmen wir tatsächlich auch diesen Turm in der Gestalt von Altair. So, synchronisiere er das. Auch wenn es viele Jahrhunderte erst danach passiert. Da unten rein. Da mal los. So, was kann ich hier jetzt noch entdecken? Nix weiter. Ja gut, dann würde ich mal sagen, die paar Aussichtstürme noch. Und dann holen wir uns die Erlaubnis, diesen Menschen da töten zu dürfen. Nee, Alter, hier zurück. Du sollst hier mal runter. Ja, ich weiß es ja. Ich bin ja auch gleich weg. Ja, ich bin weg. Ist gut. Eieieiei, seid ihr anstrengend. Ach komm, ist das euer Ernst? Doch, ich kann. Du weißt es nur noch nicht. Jetzt brauche ich nur ein Örtchen, an dem ich mich eigentlich verstecken könnte. Damit du gar nicht mehr von mir weißt, wo ich bin. Guck mal da, zwischen den unbescholtenen Bürgern. Zack. Weg bin ich. Und schon bin ich dir entkommen. Tata. Hallo? Dann verkriech dich eben. Da steht er direkt vor mir und erkennt mich nicht. Du Blindschleiche, du. Guck mal hier. Hier waren wir doch schon mal. So, ihr Lieben.
Dann lasst mich doch einfach mal hier vorbei. Noch kümmert diese Leute alle nichts, was wir hier so tun. Ja doch, in diese Richtung ist schon ganz richtig. Kommt und kauft bei mir, kommt! Da oben irgendwo. Dann schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Schaut, schaut, was macht er da? Ja, schaut, schaut, schonen. Das musste jetzt sein. Schaut, schaut, was macht er da? Ja, was macht er denn da wohl? Er klettert Fassaden hoch. Weil er ein bisschen durchgeknallt ist, unser alter Ir. So, hoch mit dir. Und synchronisiere er mir das. Also viel erkennen wir nicht immer von dem, was wir zu machen haben, durch das, was auch immer. Oh, da ist jetzt wieder eine Informantenherausforderung. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Hopp. Sehr schön. Eine Informantenherausforderung. Wo ist er? Da ist er. Hört mir zu, alter Ir. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Oh Gott, ich hasse diese Aufgaben. Ich kriege die nie richtig hin. Na gut, wir versuchen es einfach. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Bei dem Schauen sind hier viele Wachen. Eben gerade nicht. Sehr gut. Was ist euer Begehr? Hier, du sollst da reinfallen. Das ist mein Begehr. Geh weg, Frau. Och, Alte. Boah, oh Leute. Ei, ich schmeiß dich gleich in das Ding rein. Nein, nein, nein. Ich gebe nicht auf. Es war klar. Okay, da müssen wir kämpfen. Dann müssen wir kämpfen. Mist, es lief so gut. Diese alte blöde Zicke da. Shit, shit, shit. Und es sind so viele. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Ich muss mal irgendwie ein bisschen schneller die Leute hier erledigen. Sonst schaffe ich das zeitlich nicht mehr mit dem anderen. Ah, komm schon. Ja, ja, hör auf zu schreien. Und lass mich doch einfach vorbei hier. Oh Gott. Sterbt. Je vais libérer ton âme. Oh, hör auf! Hör auf damit! Na los, greife an! Greife an! Ja, von allen Seiten sollt ihr nicht angreifen, das ist ein bisschen unfair. Ach komm, nee, 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 ich hab nur noch eine Minute Zeit. Jetzt sterbt endlich alle. Sterbt, sterbt, sterbt. Oh, ist das ätzend. Na los, greift an! Schneller angreifen hier. Weg mit dir. Shit, jetzt steht hier keiner, den ich da reinschmeißen kann, ne? Ach komm schon. Gehst du da rüber? Wer hat diese Person umgebracht? Na komm, steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf. Steh auf, steh auf. Komm, hör auf. Shit, das klappt nicht. Steh auf, komm, steh auf, steh auf, steh auf, damit ich dich packen kann. Ach, Alter, hier, Alter. Hier doch. Und weg hier. Weg, 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 weg. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Falsche Richtung, verdammt. Ah, Alter, hier, jetzt. Oh, halt dich nicht auf damit. Oh nein, so knapp, so knapp. Das ist nicht dein Ernst. So knapp.